Los, Vitamine, ab zur Arbeit! Ja, wir sind endlich gleich da! Genau! Hey, Freunde! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und daneben auf die Glocke. Und dann bist du auch ein Teil der Centix Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und ihr seht es, Vitamin und ich sind schon in unserer Polizistenuniform. Genau, weil wir müssen ja zur Arbeit, stimmt's, Handy? Genau, weil wir haben jetzt schon einige Tage nicht mehr gearbeitet, aber heute ist wieder ein Arbeitstag bei der Polizei, yeah! Ja, und Sandy, ich bin richtig gespannt, was wir heute so für Aufträge kriegen. Genau, weil in der letzten Zeit war es ja voll still in der Stadt und da hatten wir leider nicht so viel zu tun. Ja, stimmt. Hihi, so, dann schauen wir direkt mal, ob es irgendwas zu tun gibt und ich bekomme direkt einen Anruf, Vitamine. Ja, ich guck noch hier weiter. Geh du mal ran, Sandy. Genau. Hallo? Hallo, Herr Polizist. Der Bäcker wurde entführt und wir sollen sofort vorbeikommen. Ja, Aki, ich sag sofort meinem Polizistenkollegen Vitamine Bescheid. Tschüssi. Vitamine, es ist ein Notfall. Hä? Sandy, was ist los? Es wurde angerufen und der Bäcker wurde entführt, Vitamine. Was? Wirklich? Ja, und wir sollen sofort vorbeikommen. Es ist keine Zeit mehr. Schnell. Aber Sandy, wir können doch nicht ohne Ausrüstung gehen, oder? Stimmt, Vitamine. Los, hol dir schnell alles raus. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Warte, ich nehme mir heute mal die Waffe und die Waffe mit. Ja, und Goldäpfel und eine Weste. Ich hole mir ein Schwert mit und ich hole mir diese Waffe mit. Yeah. Ja, ich bin richtig gespannt, Sandy. Ja, aber wieso gespannt? Der arme Bäcker, der wurde anscheinend irgendwie entführt und jetzt müssen wir den retten. Sandy, wir müssen uns beeilen. Nicht, dass dem Bäcker noch was Schlimmes zustößt. Genau, los, schnell. Steig ein in dein Polizeiauto und jetzt müssen wir direkt losfahren. Ja, los, tatü. Bist du hinter mir? Ja, natürlich, Sandy. Schnell. Da hinten, Vitamine, siehst du es auch? Ja, irgend so eine Absperrung, oder? Genau, und hier wurden wir angerufen. Schnell, park hier an der Seite und dann müssen wir schnell hier rüber. Hey, Freunde! Hey, Sandy, das sind unsere Kollegen, oder? Genau, komm, wir dürfen hier rüber, weil wir sind ja Polizisten. Genau, aber Sandy, hier ist doch eigentlich nur Gras. Was ist das jetzt hier? Ich weiß es nicht. Hier wurde einfach irgendwas eingesperrt. Was sagen Sie? Der Bäcker wurde hier entführt, aber hier ist doch eigentlich nur Wiese, oder, Sinti? Genau, hier ist doch gar nichts. Und hier wurde der Bäcker entführt und deswegen ist hier auch alles eingezäunt. Aber hier ist doch gar nichts. Und was sagen Sie? Der Bäcker war hier und dann war hier auch irgendwo ein böser Mann. Und sie wollten ihn gerade schnappen und auf einmal hat er sich aufgelöst, einfach so aus dem Nichts. Was? Das geht doch gar nicht. Das können doch nur Geister, Sandy. Genau, das ist so merkwürdig. Also, hier stand ein Böser und der hat den Bäcker entführt und auf einmal waren die weg, einfach so. Okay, das klingt irgendwie richtig komisch, oder, Sandy? Ja, das stimmt, aber wir müssen alles absuchen, weil die Polizisten lügen ja nicht, Vitamine. Also, irgendwas ist hier faul. Dann würde ich sagen... Vitamine, schau mal, ich habe was entdeckt. Sandy, wo bist du? Hier und Vitamine, schnell. Hä? Ich habe irgendeinen Geheimgang entdeckt, glaube ich. Ach, das. Aber Sandy, das sieht, glaube ich... Komm mal runter, komm mal. Hey, Vitamine, schau mal. Was denn, Sandy? Eine Tür oder ein Geheimgang? Denkst du, der Böse hat sich im Nichts aufgelöst, indem er hier einfach runtergegangen ist und hier hat er sich versteckt? Schaut mal, Polizisten, ich glaube, der Dieb, der den Bäcker entführt hat, ist hier einfach so ganz schnell runtergegangen. Stimmt. Und die haben das nicht gesehen, stimmt, Sandy? Ja, genau, weil damit rechnet ja auch keiner, dass hier einfach ein Geheimgang ist. Es ist so, so verrückt. Oh Mann, aber Sandy, wir als Team, wir lösen jeden Fall. Genau, Vitamine, wir müssen den armen Bäcker befreien vor dem Entführer. Genau. Aber Sandy, was ist
hier hinter der Tür. Und schau mal, Vitamine, da sind so ganz kleine Menschen da, siehst du das? Stimmt, ich kann aber die gar nicht gut sehen, weil ich kann nur so ein bisschen durch die Tür hier gucken. Ja, stimmt. Komm, wir essen einen Goldapfel, Vitamine, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe leider welche vergessen, kannst du mir auch welche geben? Nein, Vitamine, du hast keine Goldäpfel vergessen. Hier, bitteschön. Aber Sandy, vielleicht sind die ja lieb und können uns helfen. Warte mal, ich öffne mal die Tür. Hallo. Wow, pass auf, Vitamine, die sind böse. Los, los. Warte, wo bist du? Ich bin draußen. Die rennen raus. Hey, die dürfen nicht, aua. Komm rein, Vitamine. Oh Mann. Sandy, das tut mir leid. Ich wusste ja nicht, dass die böse sind. Ja, jetzt wissen wir es. Die sind böse, Vitamine. Los, los. Ihr müsst jetzt draufschlagen die ganze Zeit. Aua, aua. Warte, wir müssen nochmal zumachen. Ja, pass auf, hinter dir ist noch einer. Die sind richtig stark, Sandy. Genau, aber wir müssen da durch, weil der arme Bäcker, wir müssen ihn befreien. Dann los, Vitamine, wir müssen rein. Los geht es. Ja, kommt her. Piu, 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 piu. Und warte mal, jetzt habe ich mit meiner Waffe. Piu, 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 piu. Genau, ich habe auch noch eine Waffe. Schieß drauf und immer schön Goldäpfel essen. Da sind die nächsten dahinten. Aber Sandy, weißt du eigentlich, was sind das für kleine Menschen? Ich weiß nicht, und es ist so, so gruselig. Wir haben einfach einen Geheimgang entdeckt. Oh, und Sandy, pass auf, Vitamine. Nein, lass mein Freund Vitamine in Ruhe. Ich stecke fest, Sandy. Ja, mir geht's richtig gut. Oh, ich stecke fest. Oh nein, warte. Ich schieße die alle ab. So, komm her, du da auch. Piu, piu, piu. Okay, geht's dir gut? Danke schön, Sandy. Ja, du hast mir richtig gut geholfen. Danke. Bitteschön, Waffen nachladen. Goldapfel essen und weiter geht es. Der arme Bäcker, jede Sekunde zählt. Ja, wir müssen jetzt angreifen. Hey. Genau. Hey, und nein, das sind noch mehr Vitamine. Aua. Schnell. Los, Vitamine, wir müssen auf sie draufgehen. Wir müssen alle besiegen. Piu. Genau. Warte, ich muss nachladen. Oh nein, Hilfe, Vitamine. Oh nein, ich habe ein Herz nur noch. Hilfe. Wo bist du? Hier. Oh, das war so knapp. Ich hatte nur noch ein Herz gehabt. Hey, ihr bösen Menschen. Lasst meinen besten Freund die Sandy in Ruhe. Genau, lasst uns beide in Ruhe. Aber wir sind gute Polizisten, Vitamine. Wir werden den Bäcker retten. Ja, genau. Piu, piu, piu. Und? Los geht es, Vitamine. Wir schaffen das zusammen. Ja, natürlich. Hihi. So, aber und pass auf. Oh, da hinten steht noch einer. Aua. Piu, piu, piu. Aber die sind richtig stark, Sandy. Ja, Achtung, das sind die letzten Vitamine. Wir haben es gleich geschafft. Hilfe, Sandy. Ich bin im Spinnennetz. Ja, wir haben sie besiegt. Aber was ist denn jetzt hier, Vitamine, hä? Ach, Sandy, irgendwie, das ist doch nur eine Sackgasse. Ist nichts. Komm, wir gehen wieder raus. Komm, hey, Sandy. Vitamine, hier muss irgendwas sein. Als ob hier einfach gar nichts ist. Guck mal, du siehst doch, hier ist eine Wand und hier ist eine Wand. Komm wieder mit raus, Sandy. Ja, aber als ob hier einfach so ein Geheimgang ist. Vitamine, warte, hier muss noch irgendwo doch was... Oh, Vitamine! Vitamine, schnell, ich habe was gefunden, komm zurück! Was tut Sandy? Das war keine Sackgasse, das war einfach nur ein Versteck, wir müssen jetzt ganz leise sein. Hey, was ich habe den denn? Bäcker gesehen, guck mal, wirklich? Man kann hier hinter die Wand, aber ganz leise. Komm. Genau, psch, und jetzt, schau, da ist der Böse mit dem... Und da hinten ist der Bäcker, hast du ihn gesehen? Stimmt, warte mal, ich muss auch mal gucken. Wow! Sandy, ich hab Angst. Ja, ich auch. Der hält den Bäcker gefangen. Wer ist ein Goldapfel in 1, 2, 3. Und jetzt. Los, stehen bleiben oder wir schießen. Bleiben Sie stehen, lassen Sie den Bäcker in Ruhe. Pass auf, Vitamine, wir müssen hier raus. Das ist nicht gut, hier zu kämpfen. Ja, warte, ich... Aua. Und warte, wir müssen raus. Da ist der. Pass auf, Vitamine. Sandy, ich helf dir. Komm her, lass uns in Ruhe. Genau, los, mein... Er ist gefangen. Ja, los, stehen bleiben. Wir müssen ihn besiegen, Vitamine. Genau, lass mein Besten... Ja. Wir haben ihn besiegt, Vitamine. Und jetzt schnell zum Bäcker. Wir müssen den Bäcker befreien. Herr Bäcker. Oh, geht es Ihnen gut? Wie geht es Ihnen? Ja, genau. Weil hier sind die Schlüssel. Oh, das ist so gruselig. Wir müssen ihn unbedingt mitnehmen und zur Polizeistation mitnehmen. Und erstmal, Bäcker, Ihnen geht es gut, sagen Sie. Oh, das freut uns. Wurden Sie einfach so entführt von den Bösen? Ja, sie wurden da oben entführt und dann ist der hier unter den Geheimgang gekommen und hat sie hier hingebracht. Wir sind immer für Sie da, Herr Bäcker. Genau, wir
Wir haben sie befreit. Ja, kein Problem. Das ist doch unsere Aufgabe. Natürlich. Genau das machen wir doch richtig gerne, oder, Sandy? Hey, genau. So, sie sind jetzt erstmal befreit und komm, wir gehen nach oben. So, Herr Bäcker. Jetzt geht's ihnen wieder richtig gut. Genau, ja. Schaut mal. Wir haben den Bäcker befreit. Yeah. Ja, wir haben es wieder geschafft, Sandy. Genau. Und dann würde ich sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sandtex Army. Schaut unbedingt bei meinem besten Freund Vitamina vorbei. Das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.